Gibt's nichts zu meckern. Unglaublich, das Spiel ist so super designt. Klasse. Bin absolut begeistert bisher. Jetzt heißt es noch mehr Fähigkeiten freischalten. Noch mehr Wege finden. Wow! Achtung, Bürger von Hamburg. Der Attentäter Schorke, verantwortlich für den Mord auf unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden. So viel Lügen. Herr Samuel. Hier drüben. Ich bin Samuel. Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Sie sagten mir, Sie kämen hier raus, aber ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bringe Sie zum Treffpunkt. Einfach nur den Fluss runter. Hm. Traum wie einfach mal. Na gut, alter Mann. Wunderbar. Fortsetzen. Hound Pits Pub. Das ist der Hound Pits Pub. Für Kundschaft geschlossen, der halbe Bezirk als Seuchengebiet markiert. Direkt unter der Nase des Lordregenten und er merkt gar nichts davon. Wenn jemand herausfindet, was wir hier tun, wird uns die Wache mit gezogenen Schwertern stürmen. Und der Lordregent wird jetzt nach ihrer Flucht die Stadt auf den Kopf stellen. Sie haben Admiral Havelock und die anderen Kaisertreuen getroffen? Auf den Admiral kann man zählen. Wenn jemand Ihnen helfen kann, Lady Emily zu finden und Ihren Namen reinzuwaschen, dann er. Hoffen wir es mal. Mal los. Freiheit! Fürs Erste. Ich bin immer noch platt, wie geil das Spiel designt ist. Erinnert sehr stark an Bioshock. Wirklich. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, was ihr so von der Grafik haltet. Es beginnt also, Admiral. Wir haben ihn gefunden. Wir reden später weiter, Lord Pendleton. Der Mann der Stunde ist hier. Corvo, ich bin Admiral Havelock, ein wahrer Diener des Kaiserreichs, so wie Sie. Bis der Lordregent alle verbannte, die seinen Anspruch auf den Thron nicht gut hießen. Und ich bin Lord Trevor Pendleton. In dieser Gruppe repräsentiere ich die Edelleute. Aber der Stand spielt keine Rolle hier im Hound Pits Pub. Das ist ein bedeutsamer Moment, Corvo. Hören Sie, wir gründeten eine Gruppe von Kaisertreuen, um die Tyrannei des Lordregenten zu beenden und den Thron wiederherzustellen. Wir riskieren unser Leben, doch wir haben uns verpflichtet, Lady Emily zu finden und ihre Krönung zur Kaiserin zu sehen. Große Pläne. Doch ohne sie kann keiner gelingen. Wir brauchen ihre Fähigkeiten, ihr Kampfgeschick. Und wenn sie uns helfen, helfen wir ihnen, die Mörder der Kaiserin zu stellen. Verzeihen Sie, Sie müssen müde sein. Wir reden später weiter, wenn Sie sich ausgeruht haben. Bevor Sie sich zurückziehen, sollten Sie sich bei Piero vorstellen. Manchmal ist er etwas schwierig. Mit seinem genialen Geist hat er das Recht dazu. Ja, Piero ist Künstler und Techniker in einem. Er Künstler und Techniker, die Sie brauchen. Sprechen Sie mit ihm und dann ruhen Sie. Reden wir mal mit ihm. Wir reden später. Da ist er. Ich werde Ihre Waffen und Ausrüstungsgegenstände herstellen. Alles Einzelstück. Für Sie fertige ich die Werkzeuge eines meisterlichen Attentäters an. Oh ja. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Der Walöltank ist ausgelaufen. Können Sie mir bitte einen neuen Tank von oben holen, während ich diesen hier fixiere? Gerne, nimm den alten direkt mit. Das Öl ist instabil. Eine große Sauerei, wenn es explodiert. Oh, bloß nicht fallen lassen. Perfekt. Nun rein damit. Perfekt. Vielen Dank, Paul. Hier, sehen Sie? Die Maske des Attentäters. Sie sind ein gesuchter Mann, also kennt jeder in der Stadt Ihr Gesicht. Aber diese Maske wird Ihnen Angst einjagen. Halten Sie kurz still, damit ich Sie anpassen kann. Wow! Können Sie gut sehen?
Die mittlere Linse ist etwas verschoben. So. Besser so? Ich kann noch mehr für Sie herstellen. Verbesserung für Ihre Ausrüstung, Waffen, Munition. Aber die Lage hier ist ernst. Durchforsten Sie die Stadt nach Wertsachen. Ich verkaufe sie auf dem Schwarzmarkt. Mit dem Geld kann ich dann die Dinge herstellen, die Sie brauchen. Sagen Sie, was ich für Sie tun kann. Gucken wir mal, was wir modifizieren können. Ich denke am Anfang auch gar nichts, aber... Okay, das kostet nur Münzen. Oh, die Sprengmine ist lustig. Ich habe 458, wir können ordentlich was kaufen. Okay. Haftet auf allen Oberflächen. Boah, die werden komplett zerfetzt durch diese Minen. Granate nehmen wir auch mal mit. Und das testen wir auch mal. Hört sich gut an. Vielleicht noch eine Sprengmine. Und eine Granate. Sollte erstmal reichen. Sie müssen müde sein. Es wäre besser, Sie schlafen etwas. Ihr Leben wird bald noch viel komplizierter. Nutzen Sie die Ruhe. Ja, er hat auf jeden Fall recht. Gute Träume. Ganz woanders. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwie in seinem Traum unterwegs bin. Sehen wir uns mal um. Wow. Scheint wohl sein Traum zu sein. Hallo, Corvo. Dein Leben ist aus den Fugen geraten, nicht wahr? Die Kaiserin ist tot. Ihre kostbare Tochter Emily irgendwo in der Stadt verschollen. Und du wirst in den kommenden Tagen eine entscheidende Rolle spielen. Dafür habe ich dich ausgewählt und in das große Nichts gebracht. Ich bin der Outsider. Und das mein Zeichen. Es gibt Kräfte in und außerhalb der Welt. Gewaltige Kräfte, die die Menschen Magie nennen. Und nun werden diese Kräfte sich deinem Willen unterwerfen. Nutze diese neu entdeckte Kraft. Mein Geschenk an dich. Komm, finde mich. Wow, absolut genial. Endlich können wir Magie einsetzen. Okay. Blitzschnellen, lautlosen Sprung. Das könnte die Teleportation sein. Okay. Nice. Mana-Elixier. Oh, shit. Ein bisschen genauer in das Zimmer. Ja, schon wieder. Muss vielleicht irgendwie in die Luft springen oder so. Vielleicht sollen wir es auch gedrückt halten. Nee. Okay. Der kommt da nicht ganz hin. Merkwürdig. Pass auf, wo du hintrittst. Versuchen wir es nochmal. Okay. Was zum... Emily. Ich bin sehr traurig. Okay, sie ist wirklich besorgt. Noch mehr Mana. Die schmieden schon ihre Pläne. Haben wir Hilfe, Viecher? Toll!
Ich dachte wirklich, ich könnte mich einfach auf die andere Plattform fallen lassen. Wow, was sind das für Viecher? Sehen so aus, als ob die aus Half-Life kommen. Half-Life 2, um genau zu sein. Okay. Ziel auf den Rand eines Stars. Okay. Einfach. Hier weiter. In den kommenden Tagen stehen dir große Prüfungen bevor, Corvo. Suche an den einsamen Orten deiner Welt und an den Schrein mir zu Ehren, nach den Runen, die mein Zeichen tragen. Diese Runen verleihen dir Kräfte, die die anderer Männer bei weitem übertreffen. Um dir bei der Suche nach diesen Runen zu helfen, gebe ich dir dies. Das Herz eines lebenden Wesens, geformt von meinen Händen. Dieses Herz offenbart dir viele Geheimnisse und wird dich zu meinen Runen führen, wie gut sie auch versteckt sein mögen. Nun leihe dem Herzen dein Ohr und finde eine weitere Rune. Wow, wie krank der Typ ist. Das ist wirklich ein lebendes Herz. Okay, wenn du das jetzt in der linken Hand nimmst, kannst du Knochenartefakte und Runen aufspüren. So durch Winde hindurch. Das Herz schlägt und leuchtet auf, wenn ein Knochenartefakt oder eine Rune in der Nähe ist. Das flüstert mir Geheimnisse zu. Okay. Gut zu wissen. Rune ist ja schnell gefunden. Hey, da ist die Rune, da müssen wir irgendwie hin. Wow. Und noch ein tiefer. Gut aus. Okay, Teleportation. Da haben wir die Rune. Okay. Öffne das Tagebuch. Zu tauschen. Okay. Machen wir das mal. Teleportieren. Haben wir ja schon. Das können wir jetzt verbessern. Okay. Ganz klar. Nachtsicht können wir erwerben. Oh, den Rest nicht. Erstmal Nachtsicht. Vitalität, Blutdurst, Beweglichkeit, Schattenangriff. Nachtsicht. Das könnte sehr hilfreich sein, ehrlich gesagt. Yep. Okay. Drücke die rechte Maustaste, um im Dunkeln zu sehen. Lebewesen und Wände hindurch sogar. Wow. Gar nicht mal so übel. Wie du mein Geschenk einsetzt, obliegt allein dir. So wie es jenen oblag, die vor dir kamen. Und nun bringe ich dich in deine Welt zurück. Doch wisse, dass ich dich mit großem Interesse beobachten werde. Das dachte ich mir schon. Da wären wir wieder. Missionshinweise aktualisiert. Okay, kleine Hintergrundinformationen noch. Okay, wir sollten unser Herz benutzen.